Herr Weidenholz. Danke, Herr Weidenholz. Ich schließe mich der Skepsis der Kolleginnen und Kollegen an. Ich sehe eigentlich noch wirklich relativ wenig substanzielle Information. Wir haben jetzt nahezu vier Monate Zeit gehabt. Wir sollten den Bericht Ende dieses Jahres fertig haben. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, nicht nur jetzt einen Überblick über die Situation zu bekommen, sondern auch in die Inhalte zu gehen. Also mich würde konkret der Zeitplan interessieren. Die zweite Frage ist natürlich auch die quantitative Dimension, die Kollege Moraes schon angeschnitten hat, und auch die inhaltliche Dimension der gesamten Situation wäre sehr wichtig. Und der dritte Punkt, mir scheint es auch ein Problem zu sein, dass offensichtlich auf beiden Seiten ein unterschiedliches Verständnis der Problemlage vorliegt. Und wir haben jetzt gehört, es gäbe auf amerikanischer Seite so etwas wie eine certain openness for change und dass es auch eine foreign policy implication hätte. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Also ich glaube, das müsste man schon irgendwie konkreter benennen, worum es bei dieser ganzen